Und das ist der Boss. Ein fliegender Drache. Oder eine Schlange. Okay. Oder ein Wurm. Hallo Leute, und es geht weiter mit The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Hier im Saphir-Tempel. Bei mir wäre jetzt die Frage, wo geht es weiter? So, also... darüber zu gehen, wäre keine schlechte Idee. Hier unten geht es zum Boss. Also ich denke, darüber zu fliegen wäre keine so blöde Idee. So. Ich hoffe, du schaffst es darüber. Nope. Scheiße, jetzt muss ich ihn da runterholen. Scheiße, und meine Magie ist auch am Ende. So, nein, du triffst mich jetzt nicht. So. Dafür müssen wir, glaube ich, ja, die Sonate des Puppenspielers. So, jetzt ist mir der Name eingefallen. So, ich muss dich jetzt irgendwie hoch bekommen. Am besten steuere ich auch eine Plattform an, weil so in einem Ruck wäre das unmöglich. Oder möglich. Nein. So. Jetzt einfach nur bitte hier rüber. Nein. Oh. Aber zum Glück nicht ganz runtergefallen. So. Yes. Hoch mit dir, Link. Und let's go. Und zwar, hier können wir jetzt mit dem Haken weiter. Zuerst muss ich aber den hier zerstören. Wo auch immer der spawnt. Wer da, Link? Ich glaube, dein Enterhaken könnte sich an den Bäumen, die ich gepflanzt habe, festhaken. Probier es doch mal. Ja. War mir klar. Oh. Töte sie bitte, Link. So, und den da auch. Hä? Ach so, ich kann ihn von hier aus nicht. Oh. So, dann muss ich den Bogen ausrüsten. So. So. Yes. Und jetzt das mit den Bäumen. Dass das funktionieren würde, das habe ich schon geahnt. Aber okay. So. Ich brauche dringend eine Fee, die mich heilt. So, brauche ich den Dude hier? Ich nehme den mal mit. Vielleicht wird er zu gebrauchen sein. So, der Hubschrauber Dude. Oh no! Rauf mit dir! Diese scheiß Hände, die kriegen dich nicht. Die kennen wir aus dem zweiten Dungeon, welcher noch nicht voll gezeigt wurde. Also Part 13 ist ja verschwunden, wie ihr wisst. Das werde ich aber noch regeln. Oh nein. Ja.
So. Ich kann sie mit dem Haken anziehen. Und dann töten. Bei mir ist jetzt die Hauptsache, kein Damage zu nehmen, weil... Die höchste Wahrscheinlichkeit... Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich dann sterben werde. Und das wäre nicht so nice. So. Come on. So. So, gibt es da unten was? Glaube ich nicht. Okay, dann bist du jetzt am Start, mein Freund. Und zwar mit dem Pflanzen. So. Nummer 1. Dann Nummer 2. Aufpassen wegen diesem blöden Schädel. Habe ich es doch gewusst. So, und ich glaube, Makros ist da zu so einer Hand gefallen. Ja. Kann ich sie von hier aus töten? Ja. Nein. Zuerst werde ich darüber gehen und den Schädel töten. So. Das ist das Erste, was ich tun werde. So. Dann hole ich mir Makros wieder hoch. So schnell, damit mich die Hand nicht greifen kann. So. Und wieder ans Pflanzen mit dir, mein Freund. Yes. Und der nächste Baum. Aber Vorsicht wegen der Hand. Die darf einen nicht kriegen. Und das hört sie auch nicht. So. Nein, 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 nein. Du kannst auf mich hier warten. Hier so im Eck. Bevor ich alles für dich erledige, mein Freund. So. Nimm das. Und das. Haha. KO. Aber leider nur Pfeile. Herzen kriege ich so oder so von niemandem hier. Dank dem Hero Mode. Aber ist ja nicht schlimm. So. Okay. Das bringt nichts. Also, die Schalter müssen beide aktiviert werden. Okay. Dann mal los, mein Kleiner. Nein, 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 nein. Auf den Schalter, ja. Aha. Okay. Nice. So, mich würde es jetzt aber interessieren, wie ich hier weiterkommen kann. Gibt es hier irgendwas Schlimmes? Nee. Da ist eine Truhe. Okay. Und dahin kann ich mich nicht hochziehen, aber ich versuche. Vielleicht kann ich irgendwas mit Hilfe von Makros anstellen. Und zwar mit diesen Windrädern. Nein.
Okay. Oder vielleicht doch. Hä? Nein, sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus. So. Okay, dann wartest du bitte auf mich hier. Danke. So, ich könnte ein bisschen Magie gebrauchen. Natürlich nicht. Okay. Dann mal los. Ich bin eigentlich schon in die falsche Richtung gesprungen, aber okay. Zu der Truhe muss ich auf die andere Seite. So. Nee, für die brauche ich ja die Eisenstiefel. Wait a minute. So. So. Oh shit. Nee. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Du stirbst. Danke. So. Münzen. Nice. Münzen. Rubine. Ich habe wohl zu viel Mario gezockt. So. Bomben. Wieso ausgerechnet Bomben? Keine Ahnung. So, okay. Dann mal zurück an dieser Stelle. Wow, das war knapp. Und dann hier so rüber. Und hier die Truhe einsammeln. Na, come on. Ist zwar nichts Besonderes, ein Glücksamulett, aber okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Es hat doch bestimmt irgendwas mit diesen Ventilatoren zu tun, aber was? Ist die Frage. So, das kann ich mir alles holen. Das auch. Nice. So. Weil ich keinen Bock habe zum Laufen. So. Oder ich habe eine kleine Vermutung, aber das wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ich riskiere es. Und zwar kann ich mich irgendwie auf das Gitter hier hocharbeiten. Nein. Hä? Wie soll denn das dann gehen? Oder musste ich diese Dinger hier? Hä? Warte mal. Wir machen... Nein! Oh shit. What the hell? What the... Einfach nur hell. So. Ich glaube, ich weiß, was hier schon zu tun ist. Zwar zuerst dich zu töten. So. Oh.
Das ist, glaube ich, ein Ventilator und wir können ihn starten. Und wenn wir ihn starten, können wir, glaube ich, da hoch. Das werden wir gleich überprüfen. So, dafür kommst du runter. So. Und pflanzt das hier ein. So. Ja. Und jetzt kann Link mit dem Gleiter bestimmt hoch. Na komm. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir nach ganz oben und auch hier rüber. Yes. So. Okay. Ich werde nicht zögern und gehe hier rein. Und stelle fest, dass ich in dem Tod in die Falle getreten bin. So. Nein! Oh, shit. So. Betäuben kann ich sie so nicht. Aber ich kann sie ja mit einem Bogen betäuben. Das wäre hier keine so schlechte Idee. So. So. Nein! Oh, wow, 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 wow. So, jetzt abhauen, abhauen, abhauen. Puh. Ist nochmal gut gegangen. So. Rupees einsammeln. Und dann die letzte Truhe. Ein kleiner Schlüssel, what? Okay. So, und jetzt hier runter. Aber nicht verkacken. Und hier runter. So. Ach so, hier brauche ich den kleinen Schlüssel. Okay, aber zuerst muss ich Makros noch zu mir holen. Das machen wir auch gleich. So. So. Link, wo bist du? Da bist du. So. Es ist immer cool, wie er so läuft. Dank seinem kleinen Füßchen. So. Ich muss mich hier immer in Bewegung halten. Oh, nee. Ihr habt mir ja gefehlt, so. Aufpassen, der spuckt seine drei Flammen. So, der Magier ist tot. Das ist schon schön. Jetzt muss ich die da noch töten. Und dann wäre das hier auch okay. So. Nice. Stirb jetzt. Scheiße.
Yes. Die sind noch extra in die Bombe reingesprungen. Nice. Und damit muss Link jetzt drauf. Nice. So. Ich hoffe, ich treffe irgendwo eine Fee, die meine Wunden heilt. So. Nein. Gibt es denn hier, wird es hier denn wirklich keine Fee geben? Nicht euer Ernst. Ihr könnt nicht so fies sein, Entwickler. Come on. Ihr könnt nicht so fies sein. Doch seid ihr. Warte mal. Wir machen das jetzt mit dem Bogen. Sind eh nur Rubine. Juckt mich also nicht. So. Und so öffnet sich die Tür. Du fliegst weg. Und du kommst runter. Oh nee. Das war die dümmste Aktion, die ich je gemacht habe. Das war einfach nur sowas von dumm. Aber okay. Man kann es jetzt nicht ändern. Wir sind aber jetzt fast, ja zum Glück, schnell da, weil dieser Dungeon schon so kurze Wege hat, also kurz gehalten ist. Keine langen Gänge. Keine tausend Zimmern oder Bereiche. Und ja. So, da sind wir auch fast. Jetzt muss ich nur hier runterspringen. Eins auf die Fresse kriegen. Und hier reingehen. Oh nein! Scheiße. Scheiße. Ich brauche wieder den Bogen und die Bomben. So, die Bomben könnt ihr haben. Wo ist der fucking Magier? Ja, klar, hinter meinem Rücken. So. Jetzt brennst du schön. Und jetzt frierst du schön. Und da bist du auch tot. So, könnt ihr auch frieren? Nein. So, komm on, springt in die Bombe. Der eine ist schon tot. Dank der Bombe. Der zweite gleich auch. So, Bomben habe ich genug für sie. So, stirb. Yes. Yes.
Marco, oh. Der hat den Weg blockiert. So. Und ich glaube hier... Ja, hier geht es jetzt weiter. Aber da vorne wartet auf uns noch eine Challenge. Ja, moin. Aber... Ich kann sie auch mit einem Bogen machen. Und das mit Eispfeilen dazu noch. So. Ah, nee, du stirbst jetzt nicht. Aber jetzt. Haha. Und ihre Schwerter kann ich gegen sie auch werfen. Haha. Und jetzt ist der aufgewacht. Du kriegst dein Mittagessen. Und du auch. So, wait, ich habe eine Truhe verpasst. Ja. Irgendwo hier. Wo denn? Die Frage ist, wo denn? Habe ich hier eine Truhe verpasst? Achso, ich glaube, ich weiß. Und zwar, ich glaube, wenn... Ich muss euch dazu alle töten. Ach so, das war's. Okay. Kann ich damit leben. Ist wahrscheinlich wieder ein Glücksamulett oder eine Schatzkarte. Oder Rubine. Eins von dreien. Eine Schatzkarte. Herzteile gibt es in Zelda The Wind Waker in den Dungeons nicht. Aber dafür Schatzkarten, die einen zum Herzteil führen. So, nach da unten will ich nicht unbedingt. Also. So. Und jetzt ist Zeit für dich, Markus. Deine letzte Challenge. Show me, was du kannst. So. Perfekt. So. Und der Wind verschwindet. Und Link kann sich rüberziehen. So, das spawnt die Hand. An sie ziehe ich mich einfach ran und jage ihr ein paar Schläge in die Fresse. Obwohl sie keine Fresse hat. So. Scheiße. So. Ich muss mich so wenig es geht treffen lassen. So. Scheiße. So. Scheiße. So. Und jetzt zuerst die Bücher abschneiden und nach einer Fee suchen. So. Und jetzt hier rein. What the hell? Ist das. So. Ich habe aber eine Idee, wie ich das hier anstellen kann. So.
So, hier brauche ich schon meine Eisenstiefeln. Und jetzt muss ich diese Säge hier so einsperren. Ja. Dann gehe ich hier auf die andere Seite rüber. Und ziehe dich auch rüber. So. Oh. Aber jetzt stehe ich vor diesem Problem hier. Aber das ist, glaub ich, auch easy lösbar. Ich stelle mir halt diesen Kasten hier. Und dann gehe ich so zurück. Schiebe den dann hier rüber. Und kann dann die andere Säge dort blockieren. So. Na komm. So. Nice. So. Und jetzt kann ich hoffentlich hier rüber. Ja. Und dann hier rein. Oh. Makros muss auch allerdings mitkommen. Das könnte mich zu einem Problem führen. Wie kriege ich den hier rüber? Wenn ich den jetzt hier rüber kriege, in das Eck hier, dann kann Link ihn hier von dem Eck abholen. Ja. So, ich hoffe, der fliegt nicht weg. Nein. So. Puffy. Nein, hier gibt's doch... Ich brauche noch etwas zur Heilung. So. Und mit der Hymne des Saphir-Gottes... ...wird dieser Stein auch brechen. Sehr gut. Und da hinten ist auch der Boss. Ein Teleporter. So. Und... eine Fee. Eine Fee. Eine, zwei Feen. Das ist natürlich noch geiler. Eine für mich und eine für die Flasche. Yes. So, und ich muss dich beschützen, also lege ich dich weg. Und Magie. Und dann rein hier zum Boss des Saphir-Tempels. Hä? Uh-oh. Der Sand steigt. In der Mitte bildet sich irgendwie ein Strudel. Und das ist der Boss. Ein fliegender Drache oder eine Schlange.
Okay. Oder ein Wurm. Okay. Und, aha. Ich glaube, ich muss dieses Ding an mich ranziehen. Ja, und dann kann ich es schlagen. Okay. Oh, nee. Jetzt lässt sie diese Asis noch springen. Diese kleinen Dinger. Wie soll ich sie denn killen? So. Ah, die stören. Scheiße. So. Sie sind nur an der Fresse verletzt, wa? So. Nein! Autsch! Man darf nicht zu nahe treten, weil da kann er einen fressen. Oder sie. So. Jetzt aber. Haha. Noch ein paar dieser Asis. So. Du schnappst mich nicht. Hä, wo ist diese Riesenschlange? Oh shit. So. Jetzt töte ich dich. So, oder ich gehe sofort zu dir rüber. So. So, ich muss schnell von der Mitte weg. Na komm. So, jetzt. Haha. Ich hoffe, das hat richtig weh getan. So. So. Scheiße. Puh. Komm da raus. Komm da raus. Ha. Gegen meinen Supergreifhaken könnt ihr nix. Seine Reichweite ist nur scheiße. Aber um euch zu töten, reicht er. Um dich zu töten, hoffentlich auch. Ja. Und da stirbst du. Ab in die Hölle mit dir. Und das Herzteil, Herzcontainer gehört mir. Der Herzcontainer. Wir wollen schön auf die Rechtschreibung und Rechtssagung achten. So, du gehörst mir. Und nun wird es Zeit, das Master Schwert wiederherzustellen. Komplett. Und damit sollte das Master Schwert seine volle Stärke erlangen. Das Master Schwert hat seine alte Stärke zurückerlangt. Die Stärke, das Böse zu verbannen, wohnt ihm nun inne. Nunmehr ist es der wahre Schwert für
für einen Helden. Wer darf noch einen Trink, damit wir die alte Stärke des Meisters für das Böse von Amlitz der Welt zu verbannen, vollständig wiedergestellt. Auch mein Vorfahren ist bestimmt darüber überaus erfreut. Ich verweile somit hier im Tempel und setze meine Gebete fort. Du, schreite bitte durch das Licht und kehre auf die Oberwelt zurück, werter Freund Link. Auch meine Gebete sind mit dir. Puh, es ist so traurig, dass man Makros hier lassen muss, aber... Die ganze Welt hängt davon ab. Verstehe, dann ist die verwunschene Passion also bereits... Oh Mann, was sagt man dazu? Ja, ist ja verlassener hier als meine drei Cousins von ihren Frauen. Es ist so still geworden hier, man könnte sogar einen Kieselstein umfahren hören. Jüngchen, du machst ja ein Gesicht wie sieben Tage reuer Seegang. Die Monster sind weg. Wie wär's, wenn du dich mal ein bisschen freust? Link, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Seit jenem Zwischenfall bei der Valu Ganon in Flammen aufgehen lassen, fehlt überhaupt des Meeres jede Spur von ihm. Und nicht nur das, seine monströsen Scherge, die im Ganons Stützpunkt die verwunschene Bastion portulieren, sind auch bis auf den letzten Mann verschwunden. Doch ist momentan meine größte Sorge, wie es um Zelda steht. Link, finde alle drei Triforce-Ritter und begib dich auf den schnellsten Weg nach Hyrule. Okay. Werde ich machen, aber allerdings im nächsten Part. Also, wenn euch der Part gefallen hat, dann werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo. Abonniert den Kanal. Das habe ich gerade gesagt. Aktiviert die Glocke. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda: The Wind Waker HD. Bis dann und ciao!